In Asien, die essen sogar Insekten, nicht, was sie hier bei uns gar nicht kriegen. Ich gehe jetzt mal hier zum Metzger und sage, ich hätte gerne noch 100 Gramm von der Sackrattensülze. Kriege ich so, hat er nicht. Wenn er welche hat, würde ich auch mal wechseln. Das, ich esse gerne Huhn zum Beispiel. Bei mir mag ich Huhn. Und so, da muss ich mir auch schon mal anfangen. Oh, das arme Huhn. Wo ich immer sage, meine Güte, ohne die Perspektive des Gegessenwerdens hätte dieses Huhn ja niemals gelebt. Und Sie könnten einem Huhn auch den Kopf abschneiden. Es wird Ihnen nicht böse sein, deswegen. Ja, wo ist denn der, Huhn denn antworten? Oh, da gucke ich mal bei Google Maps oder was? Denken Sie ja wirklich manchmal, wer ist bekloppter? Das ist natürlich Unsinn, ist klar. Natürlich, das ist ja gerade das, was ich sagen will. Meine Oma ist ja ein Mensch. Also für mich, ich bin ja Humanist. Ich halte den Menschen für die Krone der Schöpfung, auch wenn Tiere teilweise bessere Konfliktlösungsstrategien entwickelt haben als der Mensch. Bonobo-Äffchen zum Beispiel lösen selbst ihre sozialen Konflikte in der Gruppe durch Geschlechtsverkehr. Vergessen Sie es, habe ich versucht. Das ist das andere. Weil wir Menschen darauf geeicht sind, unsere Probleme verbal zu lösen. Wenn wir ein Problem haben mit jemandem, dann gehen wir auf ihn zu und sagen, du. Ist deine Mutter schwul oder was? In diesem Prozess sind Milliarden von Hirnzellen beteiligt. Das ist schon beeindruckend. Das menschliche Gehirn ist ja das wahrscheinlich gewaltigste Organ auf dieser Welt. Wie ich 1400 Gramm im Durchschnitt, also etwa so viel wie ein Papagei, und so funktioniert es auch Input, Output. Wir brauchen es ja auch gar nicht. Im Grunde ist es schon viel zu groß. Wir können jetzt langsam anfangen, das Hirn wieder anzunehmen, weil man durch Null nicht teilen kann. Gott erkennt natürlich sofort, dass man für diese Erkenntnis nicht mal mehr die Wurzel hätte ziehen müssen, aber er lacht und sagt, wer zieht nicht ab und zu ganz gerne mal eine Wurzel? So, in dem Moment wache ich auf. Und ich habe diesen Traum dann meinem guten Freund, dem Psychotherapeuten, erzählt. Der meinte, dass das Motiv des Wurzelziehens in meinem Traum möglicherweise auf Penisverlustängste hinweisen könnte. Was ich nicht glaube, weil ich habe noch nie einen Penis verloren. Also, nein, ich habe wirklich schon alles verloren. Schlüsselportemonnaie, Kreditkarte, noch nie ein Geschlechtsorgan. Ich meine, einzelne kleinen Hoden. Ich glaube, wir wissen nicht, was das alles bedeutet. Nein, aber das Ganze, was wir nicht wissen, dieses ganze unterbewusste Zeug, das ist unser Ich. Das werden wir nie begreifen mit dieser dünnen Kruste vom Bewusstsein. Deswegen sollten wir uns gar nicht die Frage stellen, wer bin ich? Das kriegen wir sowieso nicht raus. Wir sollten uns auf die beiden Grundfragen des Universums beschränken. Wo bin ich und wie komme ich nach Hause? Es kommt nicht mehr gut an, wenn sich der Kerl wie ein richtiger Kerl verhält, beim Geschäftsessen mal anständig rülpst und dann sagt, scheiß die Wand an, geiler Fraß, wann kommen die Weiber? Das kommt an. Finde ich übrigens auch gut, wenn man es unterlässt. Ich glaube, ich bin lesbisch. Aber ist egal, ich bin selbst. Wurscht. Vielleicht liegt es auch an meiner Sozialisierung. Ich bin ja damals so. In dieser Zeit damals haben es die Mädchen haben es ja schon immer gesagt: Nein, ihr müsst eure weibliche Seite entdecken. Ihr müsst zuhören, zuhören, als wenn das weiblich wäre. Nicht zuhören, zuhören. Das ist Frauen wollten reden, deswegen sollten wir zuhören. Die reden wollen wir reden. Und wir zu und haben zugehört und zugehört. Irgendwann redete keiner mehr und wir dachten: Wo sind sie? Irgendwann waren sie weg. Irgendwann sind sie noch dringend irgendwie mit dem Fitnesslehrer schlafen mussten. Nicht? Das wollten die nicht mit uns machen. Da wollen die richtigen Männer verlaufen. Da waren wir auch ein bisschen beleidigt. Nicht? Das, aber gut, das kann man denen ja gar nicht vorwerfen. Frauen suchen auch etwas, was es oft in einer Person gar nicht gibt. Wie so ein Sensibelchen, gefangen im Körper eines Profiboxers. Das ist nicht leicht. Das ist, wie wenn man einen Hund sucht und der soll ins Handtäschchen passen, aber auch ab und zu mal einen Einbrecher verschlucken. Das ist nicht leicht. Das ist zu viel. Als Mann will man natürlich auch nicht dieses Handtaschenhündchen sein, das ist doch klar. Man will doch, um im Bild zu bleiben, ein Schäferhund sein. Man will doch mal das Wilde in sich spüren. Aber wo kann man denn heute noch wild und männlich sein? Das geht doch gar nicht mehr. Da haben manchmal schon so Visionen, nicht, dass ich nachts, wenn die wieder in der Durchgangsstraße Tempo 30-Schild aufgestellt haben, dass ich einfach mal nachts dahin fahre, eine Null dazu male und dann in Höchstgeschwindigkeit da durch. Nicht, dazu. Das geht ja nicht mehr. Es kann nichts Wildes machen. Was ist das Wildeste, was man heute noch machen kann? Ne? Ohne gelbe Warnweste im Auto zur Arbeit fahren. Oh, 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 oh.
richtig wild. Oder ohne Zähneputzen ins Bett, solche Sachen habe ich da so. Ohne Sturzhelm und Klapprad. Selbst das wird bald nicht mehr gehen, da kommen sie uns mit der Helmpflicht. Beim Radfahren, ich kann ich auf meinem verrosteten Damenrad sonntagsmorgens beim Brötchen holen einen Helm tragen. Ich will nicht sonntagsmorgens vor dem Frühstück schon aussehen wie Ritter Rost. So bekloppten Schalen am Kopf, mit dem man sowieso aussieht wie so ein wahnsinniger Ritter. Da werden sie sich nicht mehr zufrieden geben. Dann kaum ist die Helmpflicht durch, dann werden sie uns neue Helme vorschlagen. Integralhelme, die auch unten lang gehen, damit man nicht mehr senkrecht auf den Boden schlagen muss, damit der Helm was bringt. Ja, Mensch, ist denn die Botschaft des Abends angekommen? Fragen wir mal so, weil der Abend hat ja schon eine relativ klare Botschaft. Es an uns liegt, ob wir unser Leben als positive Chance begreifen oder nicht. Ich weiß, dass es übrigens leichter gesagt ist als getan. Aber Vollidioten oft auch viel bessere Laune. Nicht? Die machen sich keinen Arsch. Nicht? Die gehen so durchs Leben so. Vollidioten sind eigentlich beneidenswert, weil ich meine, ein Vollidiot kann 1,60 Meter groß sein, der kennt trotzdem keine Angst. Nicht? Der läuft durch die Welt, der steigt den Aufzug ein, da steht schon einer drin, der ist 2,10 Meter, der wiegt 180 Kilo, so eine Kante, von oben bis unten tätowiert, Schalke-Trikot an. Ne? Und der kleine Vollidiot steigt da mit seinem schwarz-gelben T-Shirt, steigt er da. Und der sagt noch, was ihm in den Kopf geht, der sagt, dein Trikot sieht scheiße aus. Ne? Weil er bekloppt ist. So Leute werden oft nicht alt, aber bis dahin haben sie weniger Sorgen. Die ganz schlauen, die super intelligenten, die hochbegabten. Also wir. Die sind von Ängsten zerfressen. Das ist ja wahnsinnig. Was es so an Ängsten gibt. Ich habe ja wirklich, wie gesagt, mein bester Freund ist wirklich Psychotherapeut. Und wenn der manchmal erzählt, was es für Ängste gibt, was da für Leute zu ihm kommen, was die haben, teilweise. Zemiphobie zum Beispiel, wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Kennen Sie das? Zemiphobie, Angst vor Maulwürfen. Oder Ichthyophobie, ist auch blöd, wenn der Meeresspiegel wirklich steigt, Angst vor Fischen. Nicht? Das, für mich eine ganz schlimme Angst. Das gibt alles wirklich, können Sie nachfragen. Ne? Anatidaephobie zum Beispiel. Nicht? Die krankhafte Angst, von einer Ente angestarrt zu werden. Die Butterophobie zum Beispiel, die Angst, dass halt Erdnussbutter am Gaumen kleben bleibt und dass man jemals daran erstickt. Darf man nicht verwechseln mit der Arachnophobie, das ist die Angst vor Spinnen, die hat ja fast jeder. Wahrscheinlich gibt es ja noch die Arachnobutterophobie, die Angst, dass halt Spinnen am Gaumen kleben bleiben.